Hallo Eigelfreunde, jetzt kurz vor Ostern möchte ich euch einfach mal zeigen, wie man für iClone Eier erstellt. Ist ja gerade das richtige Thema. Ich erstelle diese Eier hier mit Hexagon. Machen wir hier einfach mal neu. Neu. Nein. Wollen wir nicht. So, als erstes erstellen wir mal eine Sphäre, also eine Kugel. Natürlich mit einer etwas besseren Auflösung, also mit mehr. So, das kann erstmal reichen. Lassen wir es mal so. So, damit ich jetzt die Kugel eiförmig bekomme, benutze ich das Werkzeug Tepa. Wir sehen hier, es entsteht hier ein Rahmen durch. Und wenn ich jetzt hier vorne, könnt ihr einfach mal spielen. Wir sehen schon, wir können hier also eine Form erstellen. Wie sieht das unten aus? Ja, dann könnt ihr mir unten die Form machen. Ich könnte das so aufstellen. Jo, mache ich das einfach mal. Ich finde das einverstanden. Klicke auf Validate und habe somit mein Ei. Gut. Um das Ei zu bemalen, oder überhaupt eine Textur draufsetzen zu können, muss ich erstmal eine UV erstellen. Diese UV kann ich gerade jetzt bei dem Ei, das ist ein einfaches Objekt, auch hier in Hexagon erstellen. Das heißt, ich teile das jetzt erstmal ein bisschen auf, und zwar mache hier quasi die Begrenzung für meine UV. Um eine UV herzustellen, klicke ich jetzt hier auf Unfold und habe im Prinzip jetzt auch schon gleich meine UV. Ich habe dieses Runde benutzt. Man kann auch andere Sachen benutzen, indem ich das zum Beispiel hier quasi aufteile, aber das mit der Rundung hat einen besonderen Zweck, den wir im Laufe des Tutorials sehen werden. Um diese UV zu speichern, klicke ich hier unten auf diesen kleinen Fotoapparat. Jetzt kann ich mir einen Ordner aussuchen, in dem ich die auf UV speichere. Ich nenne sie, ich habe hier schon eine, ach so. Ja, wichtig ist natürlich, wir benutzen am besten JPEG. Man kann auch diese andere Formate nehmen, aber das gibt dann nachher irgendwie Probleme, oder wir nehmen einfach JPEG und nennen das einfach UV und speichern das ab. Gut. Wir wollen uns jetzt die UV in einem Grafikprogramm mal ansehen. Dazu lade ich jetzt mein Grafikprogramm und öffne diese Datei. Öffnen. Dann muss ich sie jetzt erstmal suchen. Ach, hier habe ich sie. Wie wir sehen, hat das nur eine Größe von 377 mal 377 Pixel. Aber wir können hingehen über Einstellung oder wie ihr das mit eurem Programm macht. Und verändern die Größe. Ich hätte hier gerne eine Größe von 1024 mal 1024 Pixel. Mach einfach mal OK. OK. Und speichere das wieder ab. Datei speichern. Gut. Laden wir jetzt mal
diese UV-Textur auf unserem Ei. Das heißt, hier muss ich natürlich ein neues Material wählen. Ich nenne es einfach mal Ei-Textur. Und suche hier über Textur Image diese Textur mal aus. Na, da habe ich sie. Na, war die jetzt richtig oder war das eine alte? Da muss ich jetzt gerade mal was gucken. Das war es nicht. Das war aber auch nicht. Ach. Ja, das muss ich jetzt hier dann nochmal drehen oder so. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Textur hier drauf. So. Von hier aus könnte ich jetzt schon einmal das Ei bemalen, aber ich speichere es erstmal ab. Export. Und suche mir natürlich auch wieder einen Ordner, wo ich das Ei speichere. Nehmen wir mal hier bei Objekte Ostern und nenne es einfach Osterei. Osterei, ja. Speichern. Ich lege das ab für den späteren Gebrauch. So. Wir können das Ei jetzt auch in Hexagon bemalen. Dazu gehen wir hier einfach auf Paint Tool. Und können hier entweder eine Farbe auswählen oder, wenn ich hier unten klicke, na komm schon, eine Textur. Ich benutze jetzt einfach mal diese Textur hier. Und wenn man hier sieht, kommt hier so ein kleiner Kreis, mit dem ich dann quasi malen kann. Hier habe ich natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, es aufzuzeichnen, müsst ihr mal einfach selber ausprobieren. Hiermit kann ich natürlich die Sache vergrößern und zeichne jetzt einfach mal hier auf. Und wie ihr seht, zeichnet das ist jetzt einfach mal nur ein einfaches Beispiel, aber ich habe hiermit schon mal ein komplettes, fertiges, gezeichnetes, ich muss da oben dran, da muss ich noch dran. So, hier hätte ich eigentlich schon mal ein fertiges Ei, das ich jetzt wiederum auch speichere, und zwar mit dieser Farbtextur. Export. Wählfront Objekt und nennen das Osterei 2. Ei 2 und speichern. Und setze das jetzt ab. Okay. Hexagon brauchen wir im Moment nicht. Ihr könnt ja hier mal ein bisschen experimentieren mit anderen Texturen. Könnt aber auch selbstgemachte Textur hier noch einladen. Das geht quasi hier über dieses und ich nehme jetzt einfach mal das hier. Und mal gucken, ob es jetzt dabei ist. Habt ihr gesehen? So, und jetzt nehme ich einfach mal das, um zu sehen, wie das jetzt hier. Hoch, habe ich hier was Falsches genommen? Ja, da ist irgendwie, habe ich da was nicht ganz richtig gemacht, aber ihr seht so in etwa. Na gut, jetzt habe ich hier natürlich ein anderes Ei. Aber das war eben halt nur für die Darstellung, wie man hier eventuell was machen könnte. Ihr könnt ja da weiter
spielen. Ich schmeiß jetzt erstmal Hexagon raus, weil ich es im Moment nicht brauche. Nein. Gut, als nächstes lade ich mal 3D Exchange. Hoppla, da habe ich schon was drin. Auch was mit Eiern. Neu. Und lade erstmal öffnen einer dieser Eier. 1, 2, was ich jetzt Ostern. Nehmen wir erstmal das, was ich glaube ich gezeichnet habe. Und wie ihr hier seht, habe ich ein, naja, immerhin schönes Ei. Ich kann jetzt noch natürlich noch hingehen. Form. Kann das etwas kletten. Na, wo haben wir es? Und speichere es einfach mal ab. Exportieren. Osterei 2, okay, lassen wir das mal so. Und schauen uns das mal jetzt in iClone an. Neues Projekt. Nein, das wollen wir nicht. Szene. Upsa. Das muss hier irgendwo rumfliegen. Nein, IOS Hexagon, das sind schon die Älteren. Na, wo bist du? Jetzt muss ich mal wieder suchen. Ah, Osterei 2. Ich könnte es vergrößern. Oder gehen wir mal halt drauf. Schauen wir es mal an. So. Hier kann ich natürlich jetzt alles machen. Ich kann die Spiegelung mal reinsetzen, einfach mal ausprobieren, wie das ausschaut. Und wir sehen, wir haben hier ein Ei und dieses Ei kann ich jetzt erstmal speichern. So, das erste Ei haben wir. So, schauen wir uns jetzt mal das Ei an, wo ich nur die UV gemacht habe. Öffnen. Das war Osterei. So, hier sehen wir das. Die Textur bearbeitet machen wir am besten in iClone. Also speichern wir das auch mal ab. Exportieren. Gut. Okay. So, da können wir jetzt eigentlich auch raus. Gehen wieder in... Ja, hier. Das Bild von Vivi hat mir sehr gut gefallen. Sehr nett. Gehen jetzt hier rein. Neues Projekt. Holen uns dieses Ei. Ei. Muss mal, wo ist es? Hier ist es. Osterei. Gehen auch jetzt wieder drauf. So. Jetzt laden wir erstmal die Textur in einem Grafikprogramm. Das schmeißen wir jetzt mal raus. So. Um jetzt die Bilder schön zu texturieren, habe ich im Internet eine Seite gefunden. Und zwar ist das hier diese Seite. Wir haben hier sehr viele solcher Bilder. Nehmen wir mal hier zum Beispiel Ostern. Und hier kann ich mir, deswegen habe ich auch diese Kreis-UV gemacht, ich kann mir jetzt hier so diese einzelnen Bilder, klicken wir einfach mal auf eins, und wenn ich jetzt hier hingehe, mit der rechten Taste auf dieses Bild klicke, kann ich es zum Beispiel kopieren, das heißt Copy Image. Gehe in meinem Grafikprogramm
bearbeiten, einfügen als neues Bild. So. Dieses Bild kann ich jetzt natürlich einfärben. Aber ich mache das im Moment mal nicht, sondern nehme nur einfach mal das Bild für meine Textur. Was wollte ich auch so? Auswahl umkehren. Umkehren. Mal gerade gucken. Bearbeiten. Kopieren. Einbinden. Einfügen. So. Und das kann ich jetzt auf meine zwei gucken, ich kann es vergrößern. Es gibt natürlich welche, die haben nicht diese äußere die sind also direkt rund, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich will euch einfach nur mal zeigen, wie man die Textur so ungefähr aufsetzt. Durch diese äußere Form ist das hier ein bisschen unglücklich, aber so. Speichern und in iCloud sieht das dann so aus. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt einen richtig kreisrunden Ausschnitt habe, wir können das jetzt auch mal machen. Ich werde das Bild jetzt erstmal kurz einfärben. Mach das jetzt einfach mal. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Auswahl keine. Ja, müssen wir es nochmal ausprobieren. Einfach mal so. Ach was, warum geht das hier nicht? Ist ja seltsam. Gut, erstmal nicht ganz so schlimm. Auswahl keine. Habe ich jetzt eine Auswahl oder habe ich keine? Nochmal, Auswahl keine. Gut. Ah, ich zeige euch mal in etwa, wie das funktionieren kann. Wieso geht das auf der Seite nicht? Objekt. Alles, ich glaube, das war der Fehler. Alles einbinden, irgendwie stimmte da was nicht. Auswahl keine. Naja. Aber ihr seht so in etwa, wie das funktioniert. Und wie ihr seht, entwickelt sich dann die Textur immer weiter. Machen wir jetzt nochmal irgendwas Feines. Ja, nehmen wir mal so schön die Punkte. Lassen wir hier sehen, wie das so in etwa läuft. Oh ja. Oh, muss man durchgucken, was habe ich da? Also, der beschwert sich schon bei meinem Programm, wenn ich etwas nicht
ausgewählt habe. Man sieht es nicht immer so deutlich, aber es ist erstmal auch egal. Auswahl keine. Ja, jetzt machen wir mal einfach noch das. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie man das Ganze dann macht. So, jetzt mal wieder eine schöne. Nehmen wir jetzt mal eine andere. Hat? Da gefällt mir eine. Die hier. Okay. Auswahl keine. Ja, so entwickelt sich langsam aber sicher das Bild. Schauen wir mal nach, wie das jetzt im iGroom aussieht. Jo. Das ist halt nur so ein kleines Beispiel. Und ich hoffe, es hilft euch halt wenig. Ciao, bis zum nächsten Mal.